Wüssten die Autofahrer, was unmittelbar neben und unter ihnen gerade passiert, während sie über die Haseltalbrücke zwischen Würzburg und Frankfurt brettern, sie würden es wahrscheinlich einfach nicht glauben. Denn hier, ungefähr 70 Meter unter der zum Teil schon neu gebauten Autobahnbrücke, wird gerade die Beseitigung der alten Brückenpfeiler vorbereitet. Genauer gesagt, die Sprengung zweier dieser Kolosse. Eduard Reisch ist Sprengmeister. Auf seinen Schultern lastet die Verantwortung für alles, was gleich passieren wird. Aber selbstverständlich macht er das nicht im Alleingang. Er hat ein Team von 10 Leuten um sich. Davon sind allein 4 selbst Sprengmeister. Vor allen Dingen, man braucht also wirklich ausgezeichnetes Fachpersonal, zum Teil also wirklich Spezialisten. Spezialisten in Technik, Physik und Mathematik wie er selbst. Wenn ein Sprengmeister in einen Pfeiler einer Autobahnbrücke hineingeht, dann kann man davon ausgehen, dass der Pfeiler nicht mehr lange steht. Was Eduard Reisch hier drin inspiziert, ist das Ergebnis tagelanger Vorarbeit. Für ihn ist das natürlich kein Kabelgewirr, sondern es ist Teil der elektrischen Zündanlage. Roman Wiedemann und Michael Hick sind für die Installation verantwortlich. Später läuft hier der Zündfunke in Millisekunden an den Hunderten von Schaltstellen entlang, sodass der Sprengstoff annähernd gleichzeitig explodieren kann. Eine komplizierte, hochwirksame Berechnung des zeitlichen Ablaufs. Also praktisch, ich verbinde hier die Sprengkapsel mit dem Sprengstoff. Das ist ein elektrischer Zünder. Und mit diesem elektrischen Zünder starten wir praktisch das System. Bei dem Sprengstoff handelt es sich um die moderne Variante von Dynamit. Ein geleeartiger Steinsprengstoff, der hier in viele hundert Bohrlöcher gesteckt wird. An jedem ein Zünder mit kilometerlangen elektrischen Kabeln, jeder mit jedem verbunden. Und über alledem schwere Stoffabdeckungen, die einerseits die Kabelverbindungen schützen, andererseits beim späteren Explosionsdruck herausschleudernde Teile zurückhalten. Man hat also schon eine enorme logistische Aufgabe im Vorfeld zu bewältigen, damit das auch dann letztendlich alles planmäßig läuft. Also die Arbeit für sich schon gesehen, der technische Ablauf und die Vorbereitungen von den Pfeilern, das ist also schon ein enormer Aufwand. Ja. Je näher der Zeitpunkt der Sprengung rückt, desto mehr kommen Helfer hinzu, wie die benachbarten Feuerwehren zur Absicherung. Einige von ihnen werden sich in der Umgebung aufstellen, um Spaziergänger davon abzuhalten, sich der Stelle anzunähern, wo die 55 Meter hohen Pfeiler gleich gezielt auseinanderbrechen werden. Wenn das Ding umfällt und in die Richtung da vorne also das Material austrieben wird, dass man da also keiner irgendwie zu Schaden kommt. Wie die tonnenschweren Pfeiler umfallen sollen, sieht man an den ausgesägten sogenannten Sprengmäulern und einem mittendurch verlaufenden Schnitt auf halber Höhe. Der Fachmann nennt diese Art von Sollbruchstellen, von vorgeplanten Knickstellen, Falten. Er faltet die Säule. Ein Zickzack, das heißt, das ist ein sogenanntes Gelenk, also der untere Teil, der fällt zu uns her und der obere Teil entgegengesetzt. Da faltet sich das zusammen wie ein Meterstab. Ja. Jetzt herrscht höchste Konzentration. Eduard Reisch macht sich bereit. Das Zündkabel, dieses eine, das mit sämtlichen Hunderten von Sprengstoffstäben verbunden ist, jetzt schließt er es an die Maschine mit der kleinen Kurbel. Und jetzt erst wird der Verkehr auf der Haseltalbrücke für ein paar wenige Minuten zum Stillstand gebracht. Die Sirene macht alle Menschen im weiten Umfeld aufmerksam. Eine sehr laute Warnung. Und dann die berühmte kleine Kurbel und der Knopfdruck mit der Wirkung, auf die alle warten. 1-0, Sprengung! Eine Sprengung wie aus dem Bilderbuch. Beifall von einem fachkundigen Publikum. Endlich ein entspannter Eduard Reisch. Oh Mann, das ist ein geiler Knall. Super, Chef. Dankeschön. Er kann sehr zufrieden sein mit dem, was zunächst der viele aufgewirbelte Betonstaub verbirgt, nämlich zwei Riesenpfeiler auf kleinster Fläche perfekt in 4 Stücke zerlegt. Vielen Dank nochmal. Das beeindruckende Ende einer 50 Jahre alten Autobahnbrücke. Ungefähr.